Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, und zwar der 7. von Anno 22.5. Es dürfte Montag sein, wenn ihr diese Folge seht. Und ich muss sagen, ich bin mit den Aufrufzahlen des Let's Plays eigentlich relativ zufrieden. Das finde ich schön, dass so viele Leute das doch immer noch hin noch konstant schauen. Vor allem bin ich überwältigt von der ersten Folge. 400 Aufrufe, vielen Dank dafür. Hatte ich noch nie so viele auf einem meiner Let's Plays. Ja, und würde ich sagen, legen wir im Spiel los. Der Mond ruft mal wieder. Und zwar müssen wir da noch 5 Mitarbeiter anwerben. Ich frage mich ja, wo die herkommen auf dem Mond. Jetzt geht wieder das wunderschöne Ladespiel los. Im Übrigen, die Lags... Steigen ja. Sie in die Arbeit mit uns ein? Mache ich gleich. Das mit den Ladezeiten im Ruckeln habe ich mit Kai gesprochen. Der hat genau das gleiche Problem. Also wird es wohl nicht am Rechner, sondern am Spiel liegen. Ich habe mittlerweile den aktuellsten Nvidia-Treiber installiert. Hat nicht sehr viel gebracht, wie man sieht. Zumindest bei den Ladezeiten, aber das ist auch eher spielabhängig. Ja. Gut. Kann man warten. Und ich habe einen Tipp bekommen übrigens. Die Aufträge, die ich letztes Mal nicht anklicken konnte. Ich muss einfach zu den Menschen hinfahren und muss die annehmen wie im alten Anno. Also, beziehungsweise wie im alten Anno nur da hinfahren. Früher konnte ich direkt auf die Nachricht klicken. Jetzt geht das wohl auch anders. Schauen wir nachher einfach mal. So, wo sind wir denn? Da will ich hin. Gut. Und zwar müssen wir hier auf dem Mond noch 5 Mitarbeiter anwerben. Das heißt, so eine Baracke müssen wir noch bauen oder so eine Behausung. Das machen wir gleich mal. Da. So. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Okay. Ah ja, gut, das ist wieder auf der anderen. Auf der Erde ist das Problem vorhanden. Hier noch nicht. Gott sei Dank. Erstaunlich, wie groß Ihre Kolonie in so kurzer Zeit geworden ist. Gut. Ich würde sagen, dann wechseln wir erstmal wieder auf die Erde runter. Und haben jetzt erstmal das hier alles abgeschlossen und versuchen mal einen Auftrag anzunehmen. Ich bemühe mich auch nicht zu sehr zu atmen und nicht ins Mikrofon rein. Das habe ich versucht zu optimieren, aber irgendwie ist es nicht so toll geworden. Jo. Aber ich werde mich da mal noch weiterhin anlesen. Oder belesen, wie man es besser machen könnte. Ich habe schon eine Socke drüber, die ja als zweiter Popschutz ganz gut dienen soll, wie man der Schnauze erklärt hat. Naja, die Qualität unterscheidet sich jetzt nicht wirklich. Klingt etwas dumpfer. Aber ja, ich kann die auch mal runterziehen und kann den Rest vom Let's Play ohne moderieren. Das wäre vielleicht auch mal was. Das könnt ihr kurz rauschen. Flop. So. Jetzt sollte sich das Ganze etwas anders anhören. Und es lädt nicht und lädt nicht. Was ist denn da los, hey? Und trink mal was. Typisch, glaube kaum die Taste angesetzt, schon geht's los. So. Also, es geht um die Verjüngungskuren. Da haben wir noch zu wenig. Zwar haben wir genug Sündzellen, aber keine Verjüngungskuren. Gut. Dann bauen wir hier vielleicht nochmal ein zweites Labor hin irgendwo. Haben noch irgendwo Platz? Sieht schwierig aus. Läuft alles nach Plan? Hoffe ich doch. Aber auch noch einfach hier hin. Analysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. So. Was fehlt uns jetzt? Die Synthetzellen sind schon relativ knapp geworden. Dann bauen wir doch gleich mal noch was hin. Ach halt, da haben wir sogar noch was. So, bauen wir hier einfach die hier an. Und schon sollten wir nochmal so eine Fabrik betreiben können. Beziehungsweise einfach anbauen können. Wie sieht's aus? Ja, wir gehen die richtige Richtung, definitiv. Wunderbar. So.
Jetzt fehlen uns nur die Algen und die brauchten wir für was nochmal? Für die Sündproduktion wahrscheinlich. Ja, natürlich. Das heißt, wir brauchen neue Wasserbauplätze. Haben wir, glaube ich, hier auf der Seite nicht mehr. Nein. Schade, schade. Weil hier haben wir jetzt schon alles verbaut, oder? Ja. Da kannst du ja große Maps haben, wie du willst. Aber wenn du keinen Platz hast, ist das relativ kontraproduktiv. Halt mal, was war das? Algenfarm. Da hatten wir doch noch welche, warte mal. Stimmt, da konnten wir noch ausbauen. Ah, egal. Dann legen wir die hier mal schlafen, wenn das geht. Ah ja, ist ja keine Verkehrsanbindung. Dann ist ja eh Wumpe. So. Ich hoffe übrigens, man hört die Glocken nicht im Hintergrund. Warte mal, noch mal das Fenster zu. Ich wohne hier nämlich ganz idyllisch zwischen zwei Kirchtürmen, was ich sehr oft bereue. Vor allem Sonntagmorgen so um 9:30. So. Also, wir hätten das Problem mit den Algen gelöst. Sind wir mal positiv. Fleisch brauchen wir noch und Luxuskost. Okay. Sojabohnen können wir auch noch ausbauen. Du kaufst nichts bei mir und verkaufst mir nicht. Das bricht dem alten Nick das Herz. Nick Papadakis. Jetzt nehmen wir doch erstmal den Auftrag da an. Das wollten wir doch immer machen. Haben wir hier unser Schiff. Verstanden. Und fahren mal zum Sektorprojekt. Mal gucken, was da vor sich geht. Beziehungsweise haben wir auf der Map irgendwas? Nö, ne? Hallo, Sie haben den Wunsch geäußert. Willkommen. Kommen wir direkt zur... Kommt mir keiner bekannt vor irgendwie. Naja, gut. Wir haben ja auch irgendwo einen roten Punkt. Soll das bedeuten, dass meine Basis wahrscheinlich... Naja, egal. Sojafarm müssen wir uns drum kümmern. Wir hatten irgendwo eine Sojafarm. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo. Bio, Sonnenblumen, Obst, Reis. Soja fehlt. Wir hatten irgendwo Soja. Ich weiß nicht mehr, wo. War das auf der alten Insel vielleicht? Hatte ich da noch Platz? Reis, Sonnenblumen. Mysteriös. Sündzellen. Na du, dann bauen wir doch einfach mal noch eine Sojafarm. Rinder, Info. Luxuskost. Ah, Sojafarm. Da. Versteckt sie sich. Also, wir brauchen eine Sojafarm. Ach Gott, wir sind schon relativ weit von der Stufe her. Setzen wir die vielleicht einfach hier hin. Oh Gott, die braucht verdammt viele von diesen Sünddingern, von diesen Grafen. Das übertreiben wir mal nicht. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall wieder genügend Fläche, also ja, genügend Soja. Haben wir 9. So, jetzt fehlt uns aber immer noch Fleisch. Jetzt bauen wir vielleicht noch eine zweite Fleischfarm oder Rinderfarm. Warnung, Energieknappheit. So, und zwar wo? Hier. Können wir vielleicht sogar noch eine Turbine ranhängen? Ja, wunderbar. So, was macht unser Fleisch? Wunderbar, die Produktion reicht. Und Luxuskost brauchen wir doch noch ein Gebäude. Dann mache ich mal noch mal eins hin. Was fehlt? Ach, die Credits fehlen. Ja, der Wahnsinn. Das sollten wir gleich mal wieder anbauen. Oh, gut zu wissen.
allem, wo gehört das hin? Hier fehlt ein Gemeindezentrum. Okay. Jetzt bauen wir erstmal hier an. Danach kümmern wir uns um solche Kleinigkeiten wie menschliche Bedürfnisse. So. Immerhin wächst die Siedlung. Wir müssen auch dran denken, die Bilanz halt ordentlich zu pushen, weil im Weltraum oben, da haben wir, glaube ich, nicht so die Gelegenheit, viel Kohle zu machen. Das kostet uns eher. Wer sich an das Thumbnail vom Sonntag erinnert, da habe ich den Peter Zwegert in einen Raumanzug gefotoshoppt. Fand ich ganz passend dazu. war einfach eine Space-Pleite in der Folge. Also, das da, Gemeindezentrum. Und wo fehlt's mir denn jetzt noch? Da vorne oder was? Da habe ich doch da eins und da. Muss mal lesen. Fehlen von Informationen. Die Geschäftserfolge nehmen zu. Ach, läuft das wahrscheinlich global, oder? Ja, Petrochemikalien. Was? Ich hab eine Flotte? Nee. Gut. Hab ich überlesen. So, bauen wir halt noch eins. Ist ja nicht so teuer. Nur die Frage, wo baue ich's hin, ne? Vielleicht da nochmal eins hin. Bitte, okay. Jetzt hat das geklappt. So, und jetzt habe ich auch genug Geld für die Fleischfabrik. Ne, für die Feinkostfabrik. Jetzt fehlt natürlich wieder Wein. Wer hätte es gedacht, ihr Meckertanten? Bauen wir halt hier noch eins an. Komm. Reicht immer noch nicht? What the fuck? Okay, so, jetzt aber. So, unsere Feinkostmanufaktur produziert auch noch zu wenig. Nein, die produziert jetzt genügend, aber Rindfleisch fehlt schon wieder. Rinder hatten wir hier. Es kostet 10 von diesen fucking Dingern. Wollt ihr mich verarschen? Das geht auch so. Jetzt auch nicht plus 1, das dürfte Soja wieder knapp werden. Nein! Boah, wunderbar gebalanced. Aber Wasser fehlt, na super. Und Energie, ja. Ich glaube, das müssen wir hinten doch noch hinbauen. Also. Wasser und... Ich glaube, wir bauen einfach ein Windkraftwerk hin. Das müsste doch eigentlich auch reichen. Warnung. Energiemangel. Ja. Hab's mitbekommen. Alles gut. Natürlich nicht ganz optimal mit der Überschneidung, aber ich habe hier keinen Bock, überall Gebäude reinzusetzen. Bauen wir nochmal eins. So, sind wir erstmal versorgt. Dann müssen wir hier noch die Straße ranschließen. So, und die Wasserproduktion passt. Fahrzeuge fehlen. Ach, heute passt aber da gar nichts. Bauen wir einfach da hinten in das Eck hier was rein. Ich wollte hier noch ein paar Gebäude mehr reinbauen. So, Wasserversorgung passt. Und jetzt fehlt noch der Reis. Reis können wir hier hinbauen. Reis hat aber, glaube ich, einen Wasserbedarf, oder? Halt, was mache ich denn? Schwachsinn. Ich wollte doch Reis da. Warnung, Energienetz überladen. Ja, mein Freund. So, jetzt ist nicht mehr überladen.
Was sagt die Reisproduktion? Noch zu niedrig. Da können wir, glaube ich, großzügig sein. So, jetzt haben wir alles so mehr oder weniger gedeckt. Kobalt und Nanokeramik fehlt uns noch. Aber das können wir, glaube ich, nur in der Arktis abbauen. Hm, wir könnten auch upgraden, oder wird der Bedarf wieder größer? Und Geld bringt uns, glaube ich, nicht arg viel mehr. Switchen wir doch mal in die Arktis. Was, uns wollen die da oben Verjüngungskuren? Warte mal. Zuerst kurz reingucken, haben wir noch genug? Ja, wir könnten 5 exportieren. Warum wollen die auf dem Mond Verjüngungskuren? Okay. Ah, dazu muss der Raumhafen verbessert werden. Ja, dann ist klar. Können wir da schon was tun? Fusionsenergiezellen. Okay, nee, also das geht auch nicht. Ja, streng genug. Im Gange. Ja, streng genommen ist das ein unangekündigter Vorstoß in Ihr Gebiet. Aber bevor Sie mich, bevor Ihnen zugeteilt wurde, hat Lei Sheng hier die Errichtung hydroelektrischer Anlagen vorangetrieben. Diese Kraftwerke basierten auf Entwürfen, die Lei Sheng von dem bankrotten Konkurrenten Global Trust übernommen hatte. Aber das Projekt wurde eingestellt, nachdem gewisse Ereignisse die Dämme unbrauchbar gemacht hatten. Wenn wir unsere Kräfte bündeln, können wir den Bau des Damms abschließen. Und die Hälfte der produzierten Energie würde Ihrer Firma zustehen. Habe ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit? Definitiv. Das wäre eine Lösung unserer Energieprobleme. Ja, sammeln Sie Überreste. Ja, okay. Halt, das da muss man auswählen. Wie jetzt das war's? Sie haben brauchbare Arbeit geleistet. Gut, dass Sie da sind. Ich habe einen Job für Sie. Ja, Arbeitskraft besitze ich. Verbleibende Zeit. Was soll ich machen? Ja, gut, Roger. Die Arbeitskraft habe ich. Verbleibende Zeit ist da. Belohnung, Energie im Sektor. Ja, was? Was willst du von mir, Frau? Oh, was möchtest du? Okay. Ich will die Verantwortung nicht. Das ist Ihre Angelegenheit. Wir brauchen mehr Leute. Ich muss wahrscheinlich ein Haus bauen, damit es getriggert wird. Moment. Können wir versuchen? Nicht wirklich. Habe ich den ersten Bug in Ahnung gefunden? An. Kriegst du schon hin. Ja, was soll ich denn tun? Volle Kraft voraus. Ach so, wahrscheinlich muss ich nur in der Zeit genug haben, mehr als 300. Davon gehe ich jetzt mal aus. Und dann müsste es weitergehen. Gut, machen wir es halt so. Was können wir in der Zeit noch tun, bis die Zeit rumgeht? Wir können spulen, oder? Ja, toll. Zählt die Zeit nicht schneller. Doch, Tatsache. Wird jetzt kurz ein bisschen langweilig.
Ich glaube, das schneide ich nachher einfach. Aber da habe ich irgendwie keinen Bock drauf, euch mit sowas zu langweilen. Oder wir sagen einfach, das war's in dieser Folge. Das war die Folge Nummer 7. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, ein Dislike. Irgendwelche Vorschläge, einfach kommentieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein.